Das nächste, wie gesagt, wird ein bisschen kühler. Da müsst ihr euch Handschuhe anziehen, Schal, Mütze, Schneeanzug. Dann gehen wir ab in die Berge. Zu den Goronen. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Und das wird auch wieder richtig cool. Der Tempel, das sage ich auch schon mal vorweg. Aber dann ist gut. Der geht über mehrere Etagen. Der geht, glaube ich, über ich glaube, mindestens 4 Etagen. Ich glaube, es sind sogar 5 Etagen, die der Tempel hat. Aber auch das ist machbar, auf jeden Fall. Doch, würde ich sagen. Da hinten geht's zu finden. Quelle. Und dann holen wir uns da unser Präsent ab. Ich war ganz früher, ganz ehrlich, war ich zu faul. Nicht, dass ich nicht wollte. Nicht, dass ich die nicht mitgenommen hätte. Ich war einfach nur zu faul, die zu holen. Doch, könnt ihr mir glauben, ist wirklich so. Weil ich wollte einfach nur dieses Spiel durchhaben. Da waren mir die Feen erstmal egal, aber jetzt... Hier sind sie. Habe ich schön alle in meinem Hut auf hier. Aufbewahrt, wollte ich sagen. Guck mal, das ist eine meiner 4 Ex-Freundin. Ich habe jetzt eine neue in der Flasche sitzen. Oh, starker junger Freund. Ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwertechnik. Oh, bitte, Baby, komm. Ja, spritz mir ins Gesicht. Ach nee, machst du gar nicht. Schade. Naja. Boah, wird ganz schwindelig. Dann erlerne uns diese Schwertechnik. Ich spüre meine neue Macht. Wow! Du hast die Wirbelattacke erlernt. Drück und halte B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Lässt du B los, entfesselt deine Klinge einem mystischen Wirbel. Um die Attacke noch schneller ausführen, bewege den Zick einmal im Kreis und drücke B. Besuche mich wieder, wenn du die besuche sie, wenn du wieder müde bist. Mein Wohnwagen steht an der B4. So, jetzt geht's weiter. Gucken, diese neue Wirbelattacke. Gut, haben wir einmal hier. Und einmal im Kreis. Einmal im Kreis und B. Einmal im Kreis und B. Ich sagte einmal im Kreis und B. Jawohl. Heftig, ey. Gut, das bekomme ich noch nicht so hin. Aber egal, jetzt gehen wir aber zum Deko-Palast rasch, weil der Prinzessin wird da, glaube ich, warm drin, ne? Das ist mir doch wurscht. Die soll froh sein, dass wir sie gerettet haben. Oh nein. Die Alte soll froh sein, dass wir sie gerettet haben. Oh je. So. Ma. Sag doch, dass ich den Deko nehmen muss. Da hinten ist noch eine Kiste, die holen wir uns. Vielleicht sind da noch Rubine drin, dann können wir wieder uns auf den Kopf einen Tintenklecks da geben lassen. Dann sind wir alle glücklich und dann kriegen wir vielleicht irgendwann einen Bonus bei der Bank, ne? Und dann kriegen wir vielleicht ein Präsent. Oh, was ist das? Flop! Was ist da drin? Was ist das? Was ist das? Es ist ein Kölsch. Oh, es ist nur ein Herzteil. Aber wir haben einen weiteren Health-Container. Damit hat sich unsere Energieleiste erweitert. Das nehme ich auch. Ich hätte viel lieber gefunden, wenn wir so was Schönes zum Trinken gefunden hätten. So ein schön leckeres Pilz oder Kölnisch Wasser. Ach, das ist glaube ich ein Parfüm, ne? Das schmeckt nicht. Schönes Kölsch. Und gleich steht die Sonne auf. Und wir haben immer noch den ersten Tag. Hätten wir die Zeit nicht so verlangsamt, dann wären wir glaube ich, wären wir, glaube ich, nicht so gut weggekommen. So. Und wieder hier. Schönes, klares Wasser. Und die Frösche sind wieder da. Ja, die vorher von dem Gestank leider gestorben sind. Moinsen, ich bin's wieder. Jo, ich möchte gerne... Ja, zum Thronsaal. Ja, danke. Tschüss. Ich würde mich...
frage mich eigentlich, was passiert, wenn wir da rumstehen und warten, bis der Affe wirklich bestraft wird. Hallo? Was? Stefan? Öffnen die Flasche und lass mich von meinem Vater frei. Kein Ding, kein Ding. Hallo, hier. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Kennst du die? Kennst du die? Das ist meine neue. Ja, das ist meine neue. Oh, meine Tochter, meine geliebte Tochter, geht's dir auch gut? Ich war so in Sorge. Ah, uff, richtig dummer Vater. Oh, bam, bam, bam. Oh, das sieht aber auch komisch aus. Ja, zittert nur. Ja, ja, guck da, wa? Was macht ihr hier? Lass den Affe auf der Stelle frei. Was macht der Typ eigentlich da rechts? Was hat der eigentlich für Problems? Oh, hallo, 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 Äffchen, hallo. Oh, Herr Phil. Schöner Name übrigens. Es tut mir über allermaßen leid. Aber mein Vater neigt ständig zu solch schnellen Vorentscheidungen. Ah, komm, das verstehe ich. Prinzessin. Vergeben und vergessen, aber was ist mit dem Tempel? Danke, danke, Sir Stefan, ging alles nochmal gut aus. Man nennt dich also Stefan. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Ja, die Laute kann ich leider nicht. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Und James, bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Ja, tschüss, man sieht sich. So, das ist noch die letzte Sache. Und dann haben wir den... Ja, es war ein Fehler. Tschüss. Und dann sind wir erstmal im Sumpf komplett fertig. Dann haben wir den... Dann haben wir das, glaube ich, beendet. Ist unser Aufenthalt vorbei. Wie immer man es nennen will. Wo geht's da? Hallo, ich will das lesen. Ansehen. Zum Dekoschrein. Da bin ich mal gespannt, was der James für uns vorbereitet hat. Oh, wow. Mach hier keine voreiligen Schlüsse. La 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 la. Ich glaube sogar, wir kriegen dann noch eine Maske, wenn wir gegen ihn irgendwie ein Wettrennen machen oder so. Zack, wo ist das Dunkel? Ach Gott. Der Dekoschrein. Ja, und ganz früh habe ich immer gedacht, weil hier noch keiner war, wir müssen noch irgendwie ein Musikstück spielen oder wir müssen hier irgendwie was kaputt machen. Deswegen, ich war ja auch mal eine Zeit lang drin. Aber wie gesagt, das war früher. Hallo James, machen Sie mir die Tür auf. Hast einen schönen Schnauzer. Danke für die Rettung. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir etwas für euch vorbereitet und glauben, es wird euch zu Nutzen sein. Ich werde euch dorthin führen. Bitte folgt mir. Ja, was ist das denn jetzt? Ey, jetzt müssen wir den auch noch verfolgen? Ach stimmt, so ein Rennen müssen wir machen. Wir dürfen den nicht aus den Augen verlieren, ansonsten sind wir geliefert. Oh, wenn ich den Weg auswendig wüsste. Und wir müssen aufpassen, weil diese Tore, hier öffnen sich immer nach und nach Tore. Da müssen wir echt aufpassen. Weil die schließen sich nach einer Zeit, da müssen wir alles wieder von vorne machen. Und das ist echt ätzend. Boah. Oh, oh, oh. Warte mal, können wir in eine Abkürzung gehen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Link da durch dürfen eigentlich. Dürfen wir das? Egal, ich mach das jetzt einfach. So, jetzt muss ich wieder wechseln. Das war eigentlich ganz schlecht. Eigentlich wollte ich die Abkürzung nehmen, aber ich habe gesehen, da sind... Doch, stehen schon welche. Wo ist denn der lang? Rechts, ne? Rechts. Bitte warten Sie auf mich, ich bin noch nicht so schnell. Weg da. Was mache ich denn da? Bitte laufen Sie nicht weit, so weit weg. Warten Sie, bitte warten Sie. Oh. Hä? Da, gut. Ma, wie schnell bist du denn? Vor allem eiskalt, ey. Er fliegt rückwärts und weiß immer genau, wo er lang muss. Das ist wirklich kompliziert. Hier müsst ihr ihm wirklich folgen. Wenn ihr da einmal falsch geht, habt ihr schon verloren. Gut.
Haben wir es doch fast geschafft. Komm hoch, ja, 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 komm hoch, ja. Oh, es ist gleich Tag. Oh, 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 was kommt da denn lang? Ah, komm bitte hoch. Ja, komm, komm hoch, ja, komm, ja. Oh, oh, ich hab ihn verloren. Ist er hier lang? Ja, oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hab den verloren. Der ist immer so schnell. Mensch, warte doch mal. Jetzt warte doch mal einen Moment. Lass mich doch mal eben hier rüber jumpen. So, zack. Ich muss nicht... Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Wo ist er denn, wo ist er denn? Dieser Schlawiner. Links. Ja. Ich hab das Gefühl, gleich sind wir da. Jawoll. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, ich brauche mehr. Aber egal, wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Nun gib uns unser Präsent. Gut gemacht, hier ist die Belohnung. Und es ist... Bäh! Du hast die Maske der... Dürfte erhalten. Die Maske erhöht den... Nee. Die Maske erhöht dein nasales Feingefühl. So, drückst du C, verstärkt sich deine olfaktorische Wahrnehmung. Schnüff, schnüff, deine Nase kann nun nichts entgehen. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Wie damals als mein Sohn, bitte vergib mir. Vergib meine Unhöflichkeit. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Du erinnerst mich auch an meinen Vater. Vor allem mit den beiden. Was ist das? Diese Kopfverzierung da. Die beiden Kräuterohren, die du da hast. So, jetzt. Oh, oh. Der Bildschirm verkleinert sich. Und das heißt... Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Wir kehren... Hä? Und zwar kehren wir... Oh, nein, 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 das war kein guter Anlauf. Nein. Und zwar kehren wir jetzt... Na, komm! Kehren wir jetzt zurück in die Stadt. In die Unruhstadt. Aber da müssen wir hingehen, weil ich will meine Rubine noch auf die Bank bringen, bevor wir dann die Hymne der Zeit spielen und wir uns dann auf den Weg machen. Zu unserem zweiten Abenteuer... unserer zweiten Reise, großen Reise in die Berge. Ach, das wird schön. Da müssen wir aber schön alles mitnehmen. Da müssen wir Skier mitnehmen, ein Snowboard können wir mitnehmen. Eine Waffe müssen wir da mitnehmen. So, und jetzt erscheint hier dieselbe Melodie wie in den Ebenen von Terminia. Ah, die Sonne blendet. Die Sonne blendet. Aber vorher, jetzt gebe ich mein Foto noch ab. Ich will mein Foto noch abgeben. Ich will wissen, wie viel ich dafür kriege. Oder was ich dafür kriege. Oder, und ob ich dafür überhaupt was kriege. Oder, ob ich mir davon... mir gerade mal einen neuen Hut kaufen kann. Oh, das war das Kant. Huch. La, la. Und in den Bergen, da müssen wir auch unser Schwert schärfen lassen. Das sage ich euch auch schon mal vorher. Aber das müssen wir... Das machen wir später. Wir machen erstmal den Tempel und dann machen wir unser Schwert. So machen wir das. So wird es erzählt, so steht es geschrieben. Das war's von Zelda. Bis bald, ihr Lieben. Das reimt sich, ne? Cool. So, dann ab ins Haus. Und rasch unser Foto gezeigt. Was... Was war das nochmal für eins? Ich glaube, wir haben damit unser... Ich glaube, den Mond haben wir fotografiert, ne? Hallo? Was? Ist zu spät? Na, da ist selber Pech. Aber wir können auch die... Warte mal, wir haben noch den Wind der Dingsbums erlernt. Diesen Windspruch. Wie ging der denn?